Furchtgitarren. Schon öfter mal habe ich Furchtgitarren vorgestellt und hier habe ich heute drei Stück dabei. Furchtgitarren sind tolle Gitarren, sehr, sehr sauber verarbeitet, klingen toll und lassen sich gut spielen. So auch diese drei, die ich heute dabei habe. Wir haben einige davon, also diese drei sowieso im Gitarrbazar stehen, aber einige andere Modelle auch. Wir haben ziemlich viele Furchtgitarren bei uns stehen und die werden auch rege gekauft bei uns. Einfach weil es gute Gitarren sind mit einem sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier ist eine Gitarre. Furch Rainbow heißt sie, ist ein OM-Modell. Und die Gitarre hat eine wunderschöne Sitka-Fichtendecke, sehr, sehr gleichmäßig gemasert, fein gemasert. Und schön gespiegelt. Sieht auch farblich ganz schön aus, finde ich. Schon so ein bisschen angedunkelt. Sitka-Fichte, Master Grade. Und auf der Decke sehen wir Schalloch-Einlagen mit Abalone verziert. Ansonsten Holzeinlagen, relativ schlicht, braun, schwarz, weiß gestreift. Indisches Palisander fürs Binding haben sie genommen. Und Boden und Zargen sind aus Padauk. Das ist ein afrikanisches Holz, was sich auch sehr gut als Tonholz eignet. Wir haben hier einen Hals aus Mahagoni. Goto 510 Mechaniken. Die sind ja auch super leichtgängig und mit einer sehr feinen Übersetzung. Die Kopfplatte. Kopfplatte ist aus ostindischem Palisander mit dem Furch-Logo, hat auch ein Binding. Sattelweite 45 mm, relativ gebräuchlich. Griffbrett hat auch ein ist Griffbrett und Steg sind aus Zirikote und mit einem Binding versehen. Schlichte Einlagen, einfach nur Punkte an den entscheidenden Stellen. Natürlich hier auch die Side Dots dazu. Eine rundum schöne Gitarre. Seitenlage perfekt eingestellt, auch für lauteres Spiel. Man könnte sie noch ein bisschen, je nach Spielweise, ein bisschen von der Seitenlage her niedriger einstellen. Muss aber überhaupt nicht sein. Sie spielt sich schon sehr, sehr, sehr leicht. Angenehm zu spielen und sie klingt sehr schön, finde ich. Hat kräftige Bässe, aber auch gute durchsetzungsfähige Mitten und Höhen, also sehr ausgewogen vom Klang. Sehr gut geeignet für Fingerpicking, Fingerstyle oder aber auch für Plektrum. Ich habe jetzt keins da, aber fürs Drumming. Schöne Gitarre, der normale Verkaufspreis, unverbindliche Verkaufspreis wäre 3.459. Bei uns kostet sie 3.090 Euro, so wie sie hier ist. Die nächste Gitarre. Nehmen wir eine Gitarre hier. Ach so, es sind alles Massivhölzer natürlich. Auch bei dieser Gitarre, die eine schöne Fichtendecke hat, finde ich. Etwas weiter, aber sehr gleichmäßig
von den Jahresringen her. Auch sehr schön. Auch eine Sitka-Fichtendecke, wie bei der anderen Gitarre. Und wir haben hier relativ schlichte schwarz-weiße Randeinlagen und ein Tortoise-Binding. Und wenn wir uns die Gitarre von der Seite und von hinten angucken, sehr schön das Zebrano-Holz, massiv, offenporig lackiert, fühlt sich sehr angenehm an. Auch der Hals ist offenporig matt lackiert. Die Decke ist hochglanzpoliert. Einen sehr schönen offenen Klang, finde ich. Auch bei dieser Gitarre ist die Sattelweite 45 mm, ist bei allen drei Gitarren, die ich vorstelle, und fühlt sich gut ein. Die Saitenlage ist ähnlich eingestellt. Wie gesagt, funktioniert so für alles Mögliche, auch für etwas lauteres Spiel. Wer leiser spielt, wer es noch weicher und leichter spielbar haben möchte, für den kann man sicher die Saitenlage noch ein bisschen niedriger einstellen. Das ist aber Geschmackssache und liegt, wie gesagt, so ein bisschen auch am Spielen. Wir haben hier für die Rosette übrigens Walnuss eingelegt mit Schwarz-Weiß. Ja, alles relativ stimmig gemacht, finde ich. Und Janiken, 1 zu 18 Übersetzung, also auch ziemlich leichtgängig. Mensur ist 650 mm, auch relativ Standard. Schöne Gitarre und spielt sich ähnlich leicht wie die andere, klingt ein bisschen anders und ist auch deutlich günstiger im Preis. Der offizielle Verkaufspreis ist 1.400 € rund und bei uns kostet sie 1.263 €. Ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe aber noch eine dabei. Wieder ein OM-Modell. Und die liegt so preislich zwischen den beiden. Bei uns 2.690 €. Offizieller Verkaufspreis ist knapp 3.000 €. Im Gegensatz zu der vorigen Gitarre kein Cutaway, aber dies ist wie gesagt ein normales OM-Modell. Wir haben hier Sunburst-Lackierung, ebenfalls mit einer Sitka-Fichtendecke. Schön gemachtes Sunburst, finde ich. Die Rosette ist ein kleines Holzmosaik, auch aus Padduk gemacht. Umrandet mit Schwarz-Weiß-Randeinlagen. Die finden wir hier auch um die Decke als Randeinlage. Dazu ein Binding aus Ahorn. Hals wieder Mahagoni. In diesem Fall Schallermechaniken. Und wie
wieder ein Binding um den Hals. Und auch diese Gitarre klanglich wieder sehr schön. Alles da, was man haben muss. Typisches Fingerpicking und die Gitarre eignet sich auch wunderbar dafür. Auch Strumming, ähnlich wie bei der anderen, funktioniert sehr gut. Ja, was soll ich sagen? Was ich noch vergessen habe, diese Gitarre hat ostindischen Palisander für Boden und Zagen mit einem schönen Mittelstreifen aus Ahorn als Kontrast, auch schön gemacht. Das Ganze finde ich auch wieder mit 2690 Euro ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben hier Griffbrett und Steg aus Ebenholz und einen durchsichtigen Schlagschutz. Drei Furchtgitarren habe ich euch vorgestellt. Vielleicht guckt ihr mal rein bei uns. Man kann es jetzt wieder. Und testet diese Gitarren mal an. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen.